Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 5050. Domian, im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, da sind wir. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Wir sind ja auch wieder da, wie sich das gehört. Mit einer freien Themennacht, die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann macht das mal. Legt los, telefoniert 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de oder faxt unter 0800 220 5051. Die erste Anruferin heute Nacht, die heißt Jeanette. Hallo Jeanette. Hallo Domian. Du bist wie alt? 30 Jahre. 30 Jahre. Ja. Jeanette, um was geht's denn? Ja, um starke Körperbehaarung. Das Thema hattest du zwar schon, ja, aber leider ist ja bei dir kein Durchkommen. Ne? Aber du hast es geschafft jetzt. Ja, super, ne? Starke Körperbehaarung, ich vermute mal bei Frauen. Bei Frauen, ich bin eine Frau, ja. Genau, starke Körperbehaarung bei dir. Bei mir selbst, ja. Wie stark ist die Körperbehaarung? Also nicht nur, dass die Intimzone mittlerweile die Beine runter macht, wenn ich es nicht bekämpfen würde. Ne? Also Oberschenkel, Innenseite, volle Kanne. Ja, volle Kanne. Also ja. Wenn ich es nicht bekämpfen würde, ich habe es mal ausprobiert, bis zum Knien runter. Boah. Und sehr stark, ich habe schwarze Haare. Ne? Und auf den Oberschenkeln auch oder nur die Innenseite? Die sind auch behaart, aber zarter, nicht ja, so stark. Ne? Aber es langt ja auch die Innenseite. Ne? Ja, und das macht leider auch den Po durch. Und jetzt geht auch schon den Rücken leicht hoch. Also auf dem Po-Backen? Nein, also sozusagen die Kimme, würde ich mal sagen. Ja, ne? Ja. Ja, dadurch und dann macht das hinten raus. Und hoch Richtung Rücken? Ja, leider. Und ich habe auch etwas auf der Brust. Gesichtsbehaarung ist sehr stark. Ehrlich, du hast als Frau Haare auf der Brust? Auf der Brust. Das ist ja abgefahren, habe ich noch nie gehört, geschweige denn ja, gesehen. Ja, also ich habe mal was gehört gehabt, dass dann angeblich der Muttermund verklebt sei und das konnte mir aber mein Frauenarzt nicht bestätigen. Also ich habe auch ein gesundes Kind geboren, also da ist nichts vergleichbar. Wo sind denn die Haare auf der Brust? Sind die um die Brustwarzen herum. Um die Brustwarzen herum? Ja, um die Brustwarzen herum. Und das ist ja dann im Intimleben für meinen Partner dann auch nicht so doll, ne? Kommen wir gleich zu. Beschreib dich nochmal weiter. Also unter den Armen vermute ich auch sehr stark. Ja, dann. Aber ich sag mal, das hat die Natur so geschaffen und da rasiere ich auch nicht. Ja. Ich habe das einmal gemacht, das ist ja so eine kratzige Angelegenheit, wenn man es nicht jeden Tag machen kann, also das lasse ich mal. So, und jetzt gehen wir noch hoch in den Gesichtsbereich. Wie sieht's da aus? Ja, richtig. Also wenn ich es, glaube ich, wachsen lassen würde, würde das ein Vollbart werden, glaube ich. Oder fast ein schmaler. Jetzt bist du 30 Jahre alt. Ja. Hat sich das erst in den letzten Zeiten so entwickelt oder war das nach der Pubertät schon so? Das war schon, also während der Pubertät ging das erstmal richtig los. Ja. Aber mit Laufe der Jahre wurde das immer stärker und immer weiter ausgebreitet, dass ich mittlerweile fast den Kampf verliere, beziehungsweise es wird ein sehr teurer Spaß. Was machst du dagegen? Was ist dann so teuer? Ja, die Rasierklingen, ne? Ja. Das kennt man ja, das Problem. Ja, wobei kannst, ich da sagen muss, die lassen nach in der Qualität. Na gut, eine kleine Kritik an der Rasierklingenindustrie, aber du könntest es ja auch mit einem Elektrorasierer machen. Habe ich auch schon gemacht, aber das Ding, das ist ja mehr verstopft als alles andere. Ne? Ja, ja. Also, und du musst das dann wirklich auch jeden Tag machen und dann müsste auch mein Freund gleich beiseite stehen und die Hinterseite, da komme ich ja wohl selber nicht ran. Ne? Ja. Wie ist es mit Enthaarungscreme? Da gibt es ja auch so allerlei Pasten und Gels und sowas. Ja, das dauert wirklich lang, weil es nicht sofort wirkt. Also die Einwirkzeit, die ich machen muss, damit die starken Haare dann zersetzt werden an manchen Zonen, dann darf man ja auch nicht im Themenbereich an Schleimhaut kommen. Ja, ja, genau. Ja. Also man muss sehr vorsichtig sein und das geht auch wieder nur mit Partner. Ne? Wie, also, jetzt hast du deinen Partner schon ein paar Mal erwähnt. Wie geht der denn damit um? Er versucht mir zu helfen, ne? Weil also bei mir Tabletten nicht in Frage kommen. Könnte man mit Tabletten da was machen? Ich nehme mal stark an mit weiblichen Hormonen, also so die Pille mäßig, ne? Mhm. Dass ich praktisch weibliche Hormone bekäme, wäre da bestimmt möglich. Hat ein Arzt dir das so schon gesagt oder vermutest du das nur? Der Frauenarzt hat das schon gesagt, ja. Aber es ist eben das Problem, ich kann keine Medikamente in diese Richtung nehmen. Also du kannst im Prinzip das Ganze nur äußerlich behandeln und kannst äußerlich dagegen vorgehen. Hast du denn den Eindruck, dass dein Freund, dass den das irgendwie doch abturnt, wenn er so ganz ehrlich ist?
Nein, das nein. Nicht. Er kennt mich ja nicht anders. Ja. Er kennt das Problem und versucht mir halt zu helfen. Nur hast du gesagt, das ist alles kompliziert. Die Rasierklingen sind schlecht und der Rasierer verstopft. Aber da kann man sich auch welche suchen, die nicht verstopfen. Aber gleichgültig. Heißt das denn, dass du doch immer wieder so Phasen hast, wo du die Haare stehen lässt? Nee, ich verliere einfach den Kampf in der Geschwindigkeit, wie die Haare wachsen. Ach so. Ja. Das heißt also. Ich habe auch lange Haare auf dem Kopf und die wachsen genauso schnell. Also ich werde immer bestaunt, wie schnell meine Haare wieder lang sind. Das heißt also, im Prinzip müsstest du dich zweimal am Tag rasieren, um es ordentlich hinzukriegen. Das tust du aber nicht mehr. Wie oft rasierst du dich denn zurzeit? Also mittlerweile alle 2 Tage, weil es einfach. Es ist ein Faktor, der auch sehr zeitaufwendig ist. Ich habe ein Kind. Glaube ich. Und nervig irgendwann auch. Ja, ne? es ist nervig. So, könnte man einfach sagen, mein Partner, der nimmt mich so, wie ich bin. Ich lasse einfach alles stehen jetzt. Vielleicht das Gesicht noch, aber alles andere lasse ich so, wie es ist. Nein, es gefällt mir selber nicht. Ah ja. Ja, also es war ja bei dir mal Thema, dass zum Beispiel Männer da angerufen haben bei dir, die gesagt haben, ich stehe drauf, wenn meine Frau schwarze Beine hat, fast wie eine Strumpfhose. Ja. Aber ich stehe da nicht drauf. Nee, ich verstehe das sehr gut. Du musst dich ja wohlfühlen mit dir selbst, ne? Wie war das denn, wenn ich das noch fragen darf, bezogen auf die Partnerschaften, auf die Männer, bevor du deinen jetzigen Partner kennengelernt hast, ist man denn dann nicht sehr gehemmt als Frau, wenn man so bewachsen ist, sage ich jetzt mal, weil die meisten Männer doch wahrscheinlich die Nase rümpfen, wenn die das sehen. Warst du da sehr gehemmt früher? Also bei meinen festen Partnern, die ich über längere Zeit hatte, die kannten das ja nicht anders, da ging es. Ja. Aber nachdem ich dann solo war, kamen auch One-Night-Stands vor. Genau. Und irgendwann da war zieht man diese sich Hemmschwelle ab. Schon da, weil dieser Partner, also diesen Mann, den kannte ich ja nicht. Und genau. Gab es da Vorkommnisse, dass jemand richtig, also mit leichtem Ekel zurückgeschreckt ist von dir? Zumindest nicht, dass ich es bemerkt hätte. Ja, aber es kam dann auch noch zum Sex, also das hat sie dann nicht völlig runtergezogen. Das ging also so sehr versuche ich das schon zu bekämpfen, dass das nicht so extrem sichtbar ist für andere. Aber zum Beispiel auch wenn du so im Sommer in die Badeanstalt gehst oder in eine Sauna gehst oder so, das ist doch alles immer verbunden erstmal mit einer großen Vorbereitung für dich, ne? Ja, Also ist erstmal großes Rasieren angesagt oder großes Einschäumen. Es gibt ja von Viet und sonst was jetzt diese abwaschbaren Schaumsachen, die man 10 Minuten einwirken lässt. Dann stehe ich hier in der Stube, mein Freund spuckt mich von oben bis unten ein und dann muss ich erstmal stehen bleiben. Ja. Und dann geht's ab in die Dusche und dann wird das alles abgespült. Meine Frage ist halt, kennt jemand eine andere Lösung? Ich habe die Schnauze voll. Aha, also neben der Rasiererei und neben diesen Schaumgeschichten gibt es, hat jemand, und keine Medikamente, ne? Es sollten keine Medikamente sein. Weiß jemand was anderes? Was könnte das sein? Lichttherapie, da gibt es noch eine Lichttherapie. Ja. Da werden die Wurzeln wohl erhitzt und sterben dann ab, wenn ich mich recht erinnere. Aber das würde ja bei mir dann ein extrem kostenintensiver Spaß werden, ne? Also, ich frage jetzt hier mein Publikum draußen. Habt ihr eine Idee, wie ihr Jeanette helfen könnt? Es geht um starke Behaarung bei einer Frau, nämlich bei Jeanette. Wenn ihr Ideen habt, bitte mailt uns an domian@wdr.de. Und zwar über die üblichen Aktionen hinaus, über das Rasieren und mit Schaum und was man also machen kann. Habt ihr Ideen, was man tun könnte? Hast du dich denn schon mal versucht, richtig schlau zu machen, zum Beispiel im Internet oder dass du verschiedene Ärzte aufgesucht hast? Ja, das gibt dann immer wieder Hormone. Es läuft letztendlich immer über Tabletten hinaus. Ja. Ne? Die willst du nicht, das haben wir nicht. Ich kann es nicht. Ja. Ich kann es nicht. Ich denke mal, wenn ich schon in jungen Jahren vielleicht die Pille genommen hätte als Verhütungsmittel, wäre das gar nicht so schlimm genommen worden. Aber ich nehme zum Beispiel Cortison. Ja. Und Cortison soll das angeblich auch aufpushen. Ah ja, kann sein, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wäre durchaus möglich. Also das habe ich zumindest von anderen Frauen schon gehört, die über längere Zeit größere Mengen Cortison nehmen mussten. Ich frage dich mal eine ganz hypothetische Frage. Du sagst gerade, ich mache das auch, weil es mir nicht gefällt. Das sagt man so oft, dann kommt so doch die Überlegung, warum gefällt mir denn etwas nicht? Ist das nicht doch wieder von außen und von der Außenmeinung bestimmt? Frage, wenn du ganz alleine ein Jahr auf einer einsamen Insel leben müsstest, würdest du das dann auch rasieren wollen und weghaben wollen? Oder würdest du sagen, ich mache es, ich lasse es einfach so? Ja, ich glaube, ich würde auch selbst auf der Insel Fantasie entwickeln wollen, wie ich zumindest an den Teilen, wo ich sehe, wie Beine und Innenschenkel,
Gut, einen Spiegel hätte ich ja dann auf der Insel nicht. Da würde ich ja mein Gesicht schon mal nicht sehen. Ne? Ja. Da würde ich wahrscheinlich mit rasierten Beinen und Vollbart rumrennen. Aber man weiß ja auch nicht, wer auf der Insel so kommt. Ne? Freitag, ja. Stichwort Freitag. Der Geselle mit von Robinson, Crusoe. Aber fühlt es soweit. Also, Aufruf an euch, ihr Lieben. Wenn ihr eine Hilfe oder einen Tipp für Jeanette habt, bitte meldet uns unter domian@wdr.de. Und Jeanette, ich verspreche, wir leiten es an dich weiter. Ja, meine Mailadresse habt ihr ja auch, ne? Ich gehe davon aus, dass das im Hintergrund alles geregelt ist. Ja, hoffe ich. Okay, alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, wir haben heute ja schon Dienstag. Ich war irgendwie noch so auf dem Plan, dass heute das Montag ist, wegen des Feiertages. Man kommt ja ganz durcheinander. Das bedeutet, morgen ist Mittwoch. Und Mittwoch ist ja unser Themenabend. Und unser Thema morgen heißt, soll ich es tun? Ich möchte gerne mit genau euch sprechen, die ihr vor einer Entscheidung steht und nicht wisst, soll ich das tun oder soll ich es nicht tun? Die ihr vielleicht das Gefühl habt, irgendwie in der Sackgasse zu stecken. Wie man es auch tut, macht man es falsch. Also wenn ihr Lust habt, dass wir gemeinsam darüber beraten, um was es immer auch gehen mag, dann könnt ihr morgen anrufen, aber auch heute schon mailen unter der besagten Adresse domian@wdr.de. Soll ich es tun? So heißt unser Thema morgen. Heute wie immer freie Themennacht und jetzt geht es weiter mit der Jacqueline24. Hallo Jacqueline. Ja, hallo. 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 Um was geht's bei dir, Jacqueline? Also die Sache ist die, dass ich bin vor fast 2 Jahren bin ich vergewaltigt worden und da steht jetzt dann demnächst die Gerichtsverhandlung an. Mhm. Also das sind 3 Tage angesetzt und ich habe da echt schon die totale Panik, wenn ich nur dran denke. Mhm. Was ist damals vor 2 Jahren genau passiert? Also ich war recht spät unterwegs, also so gegen 10 Uhr abends. Geht ja noch, ist noch nicht so ganz spät. Ja, ist noch nicht ganz spät, ja. Weil ich nur jemanden besuchen wollte und bin da aber, also ja, ich war nicht so gut drauf und bin da auch so ein bisschen einsame Strecke abgelaufen, unwegig. Und da hat mich dann eben jemand angesprochen und hat mich zuerst nur nach einer Zigarette gefragt. Den du nicht kanntest, ein Fremder war das. Ja, kannte ich nicht. Mhm. Und ich habe ihm dann auch eine Zigarette gegeben und er hat dann so zum Reden angefangen. Mhm. Und am Anfang hatte ich auch noch keine Angst und so und nichts. Und irgendwann hat er aber dann auf einmal angefangen, ja, dass er im Gefängnis war. Mhm. Und er tät so gern mal wieder und er tät mir 50 Euro zahlen, wenn ich ihn befriedige. Und ich habe dann gesagt, dass ich das nicht tue und habe auch dann schon langsam eben ein ungutes Gefühl bekommen. Das glaube ich, bei der Sache. Ja. Und ja, irgendwann hat er mich dann, weil das waren so Flussufer, also mehr oder weniger, also da standen eben so Bänke. Ja. Und irgendwann hat er mich dann auf eine Bank geworfen und hat mich eben vergewaltigt. Mhm. Und die Sache war die, dass also ich bin als Kind schon missbraucht worden. Ja. Und von dem her, das ist ja eben auch eine Sache, die mir da zum Vorwurf gemacht wird oder die mich unglaubwürdig macht, dass ich habe eben auch zugeben, ich habe mich nicht großartig gewehrt. Mhm. Also ich habe nicht geschrien. Wie, das macht man dir zum Vorwurf, dass du dich nicht gewehrt hast? Wer macht dir das zum Vorwurf? Ja, also ich meine, ich musste ja so Glaubwürdigkeitsgutachten ablegen und psychologische Gutachten und sonstiges. Und es kam dann schon irgendwie immer so rüber, als täte man mir das nicht glauben oder als. Mhm. Also er hat dich auf die Bank geworfen und hat mit Gewalteinwirkung, natürlich, das ist immer eine Gewalteinwirkung. Ja. Und du hast ihn nicht geschlagen und du hast nicht geschrien. Nee. Was man, also ich kann mir das als Mann auch sehr gut vorstellen, dass eine Frau auch so reagiert, aus Schock, dass man einfach aus Angst, vor allen Dingen mit deiner Biografie, wenn du sagst, dass dir früher schon mal so etwas widerfahren ist, dass man dann einfach zumacht, dass man einfach da liegt und denkt, hoffentlich ist es bald vorbei. Ja. Hat er dir ja gedroht, dich umzubringen? Nee. Es ist dann passiert und ist dann weggegangen, oder wie war das? Ja, er hat sich noch sauber gemacht, er hat auch mir noch ein Tempo hingeworfen und ist gegangen. Mhm. Dann stelle ich mir die Situation äußerst, äußerst beklemmend für dich vor. Es ist etwas so Schlimmes passiert. Du liegst da mit deinem Tempotaschentuch auf der Bank, der ist weggegangen. Ich habe dann noch zum Regnen angefangen.
Er hat zu reden anzufangen? Also nein, ich habe nur gesagt, es hat dann noch zum Regnen zum angefangen. Regnen. Was hast du dann gemacht? Wie hast du dich dann weiterverhalten? Ja, zuerst saß ich da ungefähr, ich glaube, noch eine halbe Stunde. Mhm. Irgendwie, ja, total unter Schock. Klar. Und habe, also ja, am Anfang habe ich auch gar nicht geheult oder so. Ja. Also ich war, ja, und dann... Ja, und dann so nach der halben Stunde habe ich mal Zigarette anzünden und bin rumgelaufen und bin dann eben auch zu einem, wollte dann eben auch zu dem Freund laufen, wo ich ja eh schon hin wollte. Ja. Hast du dich denn an dem Abend dann noch an die Polizei gewandt? Nee, am nächsten Tag. Am nächsten Tag. Das wollte ich ja ursprünglich gar nicht, aber der Freund hat dann eben auch auf mich eingeredet und ich soll den anzeigen und ich muss den anzeigen und es läuft doch schon so ein Dreck so rum, die ich nicht angezeigt habe. Sag mal, wenn so etwas passiert ist, neben der ganzen inneren seelischen Verletzung und dem Ekel und allem, was dazugehört, hat man doch sicher auch noch die Angst, bin ich jetzt eventuell sogar schwanger von dem? Oder hat er mich infiziert mit einer Krankheit? Er hat ja offensichtlich nicht mit Kondom es getan. War das auch gleich ein großes Gedankenthema für dich? Also vor Schwangerschaft habe ich keine Angst gehabt, weil ich die Pille nehme. Mhm. Aber Krankheit schon, weil ich dann auch rausgefunden habe, dass er drogensüchtig ist. Ja. Und also ich habe dann schon getestet, auch auf Hepatitis. Ja, und HIV auch. HIV auch, okay. Ja. So, dann bist du zur Polizei gegangen am nächsten Tag. Wie lange hat es gedauert, bis sie ihn gefasst hatten? Also das ging total schnell, weil er hat ja eben seine Spuren an mir hinterlassen, DNA-mäßig. Und er hatte einen Hinweis auch gegeben, dass er im Knast war? Ja, aber das war so, der war nicht im Knast, er war auf Drogentherapie. Ach so. Er hat mir erzählt, dass er im Knast war, aber in Wahrheit war er auf Therapie. Ich weiß nicht, warum ihm das lieber war zu erzählen. Also die haben den relativ schnell gefasst? Ja. Hat er es zugegeben? Nee. Er hat es nicht zugegeben. Nee. So, und jetzt, das ist auch der Anlass deines Anrufs. Vor 2 Jahren ist die Vergewaltigung passiert. Jetzt, ja, jetzt, fast, ja. jetzt steht der Prozess an. Hast du, bist du so ein bisschen psychologisch trainiert worden in den letzten Monaten, um stabil zu sein auch für diesen Prozess? Hast du einen Psychologen an deiner Seite? Ja, die Sache ist die, dass also ich habe ein paar Anläufe gemacht, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe und bin jetzt bei einer, die ist aber von der Krankenkasse nicht anerkannt. Mhm. Und das war jetzt bloß so, weil meine Tante bezahlt das und da kann ich aber nur einmal im Monat hingehen und bin ich auch noch nicht so lang. Ist zu wenig, finde ich. Das ist zu wenig, ja. Das heißt, du bist eigentlich nicht ordentlich psychologisch betreut worden danach. Nee. Geschweige denn richtig vorbereitet worden, jetzt auch für diese doch sehr schwierige Situation für dich da in diesen Prozess zu gehen. Ja, und ich habe da echt total Panik. Und er hat auch so eine Spitzenanwältin. Mhm. Wie ist deine? Hast du einen guten Anwalt? Naja, also ich weiß nicht, ich fühle mich manchmal schon irgendwie, also ich habe manchmal schon das Gefühl, dass er eigentlich die bessere hat. Also Jacqueline, grundsätzlich muss ich dir sagen, finde ich das immer gut, wenn die Frauen die Männer anzeigen, die so etwas gemacht haben. Ich respektiere aber auch, wenn die Frauen sagen, ich habe Angst davor und ich möchte mich auch der Situation nicht noch einmal aussetzen. Deswegen war meine Frage gerade auch, bist du dafür stabil genug und hast du jemanden, der dir einen Rückhalt gibt? Das fände ich ganz wichtig. Diesen Schritt zu machen, ihn anzuzeigen, ihn vors Gericht zu bringen, finde ich absolut richtig. Und ja, auch, ich bereue das inzwischen schon echt irgendwie. Weil du Angst hast, in diesen ganzen Strudel da reinzukommen jetzt. Ja. Ohne wirkliche Hilfe, ja, kann ich verstehen. Ja. Eigentlich würde ich sagen, wäre das Allerwichtigste jetzt für dich. Wie lange dauert das noch, bis der Prozess läuft? Der beginnt jetzt am 23. Ist ja sehr nah bei, also Juni. Ja. Mhm. Das Allerbeste, ich weiß nicht, wie es zu arrangieren ist, wäre, wenn du jetzt ganz schnell, diese Woche noch, in die Hände von einem guten Psychologen kämst und du so oft wie möglich, so oft du es möchtest, zu dem gehen könntest vor diesem Prozess. Ich weiß, es wird alles hochkompliziert sein, aber ich glaube, dass das das Allerbeste wäre. Ja, aber die meisten haben ja auch eben immer eine recht ist mir klar. Lange ist mir klar. Zeit,
und ja, ja, ist mir klar. Ich habe nur gerade so gesagt, was das Ideale wäre. Ja. Damit du nicht nochmal ein zweites Mal einen Schaden davon trägst. Und du nicht da zusammenbrichst oder weiß ich was, was alles geschehen könnte. Ich mach mal folgenden Vorschlag. Ich habe auch keine Idee, wie man da jetzt vielleicht so eine Schnellhilfe arrangieren kann. Ich weiß es nicht. Hm. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen darüber jetzt berätst. Mhm. Der da mehr Ahnung hat und auch natürlich viel mehr Einzelheiten weiß. Gut fände ich es, wenn es so wäre. Dennoch möchte ich dir nochmal sagen, dass ich toll finde, dass du es machst und dass du es bis jetzt auch durchgezogen hast. Respekt, Hut ab, wirklich. Mhm. Aber mir ist schon klar, dass das sehr viel Kraft und Energie kostet, das jetzt durchzuziehen. Und jeder Tag, der näher an den Prozess herankommt, der wird dir mulmiger wahrscheinlich. Ja, schon. Klar. Mhm. Wir machen es so, du legst auf, der Johannes, das ist mein Psychologe, der ruft dich an. Und ich hoffe, dass es vielleicht auch irgendeine Möglichkeit gibt, vielleicht gibt es aus irgendwelchen Frauenhilfsgruppen oder irgendwas, wo man dir jetzt doch noch relativ spontan helfen kann. Das muss irgendwie möglich sein. Okay. Wir gucken mal. Du legst auf und wir rufen wieder an. Okay, danke. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Die Nummer, die auch die Jule gewählt hat. Und die Jule ist 17. Ja. Hallo Jule. Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Warum rufst du an, Jule? Ich wollte gerne, ich erzähle einfach meine. Ja, leg mal los. Valentinstag dieses Jahr, also 14. Februar, wollte mein Freund mich überraschen. Mhm. Also kam ich in unsere gemeinsame Wohnung. Oh, ihr wohnt schon gemeinsam. Ja. Also meine Eltern wohnen unten drunter und ich durfte dann oben schon mit einziehen. Ja. Du durftest oben mit einziehen und also du hast deine eigene Wohnung und wohnst mit deinem Freund da jetzt. Mhm. Ja. Wie alt ist dein Freund? Mal kurz gefragt vorher. 18. 18. Und wie lange seid ihr zusammen? Schon ungefähr 3 Jahre. Oh. Nicht schlecht. Okay, also Valentinstag dieses Jahr. Mhm, genau. Ich komme nach Hause, habe eigentlich nichts geahnt. Und da steht mein Freund. Also das ganze Schlafzimmer war geschmückt mit Kerzen und dunkel. Und dann mein Freund, der hatte dann in seinem irrigierten Penis eine Rose eingeführt. Ja, eine Rose? Ja, eine Rose. Er hat vorher die Dornen abgeschnitten vom Stiel und hat ganz langsam in seinen irrigierten Penis eine Rose eingeführt. In den Penis? Ja, in den Penis. Also da, wo der Urin eigentlich rauskommt? Ja, da wo der Urin rauskommt, genau. Und ich wusste nur nicht, wie ich damit umgehen sollte, weil für mich war das auch ein Schock. Ich wusste auch nicht, dass das möglich ist. Und also hab dann aber. Er wollte es dir schön machen. Er hat das Zimmer toll geschmückt und steht da mit irrigiertem Penis und in dem Penis ist eine Rose drin. Er wollte es für dich machen. Und ich habe mich ja dann auch gefreut. Ja. Aber. Als junges Mädchen ist man natürlich geschockt. Ich wäre es auch, ehrlich gesagt. Aber ja, erzähl mal weiter. Ja, aber ich wollte ihn halt auch nicht enttäuschen, also so geschockt tun, weil er hat sich so viel Mühe gegeben gehabt. Ja. Und dann habe ich versucht, so normal wie möglich mit der Situation umzugehen. Ja. Sieht man ja so nach dem Motto, das sieht man ja alle Tage, sowas hier. Ja, genau. Das war schon sehr einfallsreich. Bevor du das weiterzählst jetzt, wie war das so eine Baccarat-Rose, so eine fette, große Rose? Nee, es war also eine lange Rose, aber mit einem dünnen Stiel. Und wie viel Zentimeter war der Stiel in dem Penis drin? Ich mag es mir gar nicht vorstellen richtig, aber ich muss es ja fragen, um es mir nachzuvollziehen. So lang wie ein Kuli oder? Ja, die Hälfte von dem Kuli. Mhm. Und natürlich die Dornen richtig schön abgemacht und dann eingeführt. So. Jetzt erzähl weiter. Du hast so getan, als wäre es das Normalste der Welt und dann? Ja, dann habe ich mich halt gefreut und habe gesagt, wie schön er das gemacht hat. Und dann wollten wir zum Geschlechtsakt kommen und ich habe versucht, ganz vorsichtig die Rose rauszuziehen. Ja. Aber die hat festgeklemmt, sie ging nicht mehr raus. Und du dann. Lieber Himmel. Ja, und dann? Ja, und dann haben wir ein bisschen doller versucht rauszuziehen und dann tat es ihm aber schon weh. Mhm. Und dann haben wir uns wirklich Sorgen gemacht und haben dann sofort einen Notarzt gerufen. Aha. Und der kam dann auch sofort und ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, weil er hat das dann alles steril da so gemacht. Mhm. Und dann hat er die Rose mit
irgendein Gel rausgezogen, ganz vorsichtig. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der Notarzt gesagt, hätte mein Freund die Rose ein Stück weiter reingeführt, dann wäre er impotent gewesen. Also wirklich ganz knapp an der Grenze. Oh weia. Ja. Bis der Notarzt kam, der kommt ja auch nicht in einer Sekunde. Ne? Nee, das dauert ja ein bisschen. Da war die Erektion, war doch dahin bei ihm. Da muss es doch dann irgendwie, konnte er da auch nicht alleine das rausziehen? Nee. Also oder blieb der irrigiert dadurch, dass die Rose eingeführt war? Er blieb irrigiert. Ja. Und boah, ist das krass. Auf welche Ideen kommt denn da dein Freund? Ja, das ist schon krass. Also mein Freund, muss ich jetzt sagen, ist so ein Hippie mit Dreads. Ah, was, ein Hippie mit? Mit Dreads, also so eine... Ah, mit Dreads, ja, ist klar. Mhm, ja. Ja, mit so wie die Afrikaner. Ja, ist schon ein recht ausgeflippter Typ so. Und ja, der kommt schon manchmal auf so eine Idee. Woher hat er denn die Idee? Habt ihr hinterher drüber gesprochen? Hat er das irgendwo in einem Porno gesehen oder wie kommt er drauf? Nee, es war so, ein Bekannter von uns, hat er mich bitte erzählt, der hatte einen Kumpel, der hat das auch bei seiner Freundin gemacht als Überraschung. Und mein Freund wollte das dann auch machen. Ist ja unglaublich. Der Notarzt, wie hat der denn da reagiert? Hast du den Eindruck gehabt, dass der das schon mal gesehen hat? Ist der ganz cool damit umgegangen oder war der auch erstmal entsetzt? Ja, also der Notarzt schien doch recht ein wenig die Fassung verloren zu haben. Ja, ja. Also er hat es anscheinend nicht so oft gesehen gehabt. Glaube ich. Wenn nicht das erste Mal, ne? Wenn nicht das erste Mal. Ja, genau. Ja. Aber dann hat er halt... ist er halt ganz medizinisch damit umgegangen, hat das halt dann... Aber der Notarzt kam, der Penis war immer noch irrigiert. In dem Penis steckte die Rose. Was hat der Notarzt denn dann gemacht? Hat er da irgendwas reingespritzt noch oder wie ging das dann? Ich glaube, der hat da so ein Gel reingespritzt, ich weiß es nicht genau. Irgend so ein Gel reingespritzt und dann ließ sich die Rose... nach gewisser Zeit entfernen. Also er hat dann ganz vorsichtig den Penis berührt und gerieben, damit das, weiß nicht, damit es vielleicht gleich da rausging. Ja. Hat dein Freund danach Schmerzen? Ja, aber nicht lange, also nur ganz kurz anhaltend. Hat er sich denn danach, also einen Tag später, bei einem Urologen nochmal untersuchen lassen, ob wirklich keine Verletzungen stattgefunden haben? Ja, hat er gemacht, weil der Arzt hat ihm das auch geraten. Und ist alles in Ordnung? Alles war in Ordnung. Ich kenne mich... Ja, bitte? Der Urologe hat dann auch gesagt, also ein paar Zentimeter weiter und er wäre impotent gewesen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also man kann natürlich extreme Sachen verletzen, offensichtlich, wenn man sowas macht. Was für absurde Ideen, ne? Ja. Das muss ihm doch auch beim Einführen schon sehr wehgetan haben. Ich mag mir das gar nicht vorstellen. Was für ein, das muss doch schmerzen, wenn man, als er die Rose eingeführt hat. Hat er dir das erzählt? Also als er die Rose eingeführt hat, hat er... keine Schmerzen dabei empfunden. Bitte nicht nachmachen, falls ihr jetzt irgendwie zugehört habt und denkt, wow, das ist ja die Idee für meine Freundin. Ich führe mir auch eine Rose ein. Macht's bitte nicht. Also es kann wirklich, wie wir gerade gehört haben, wirklich üble Verletzungen zur Folge haben. Vielleicht kann man auch Keime übertragen. Die Rose ist ja nicht steril. Ach, wir wollen gar nicht drüber nachdenken, was für schlimme Sachen passieren können. Ne? Also das soll man wirklich nicht machen. Ja, ich bin auch froh, dass nichts weiteres passiert ist. Naja, das Problem ist jetzt halt, seit Valentinstag diesen Jahres habe ich mit meinem Freund vielleicht noch 3-mal geschlafen, weil jetzt jedes Mal, wenn wir zum Geschlechtstag kommen wollen, kommen diese Bilder in meinem Kopf, wie diese Rose da. Das ist jetzt das entscheidende Problem. Und verstehe. Das ist meine, Sex ist in einer Beziehung schon wichtig, also ein wichtiger Punkt. Das heißt, dir kommen die Bilder in den Sinn und das turnt dich irgendwie ab, was da dann passiert ist dadurch. Ja. Hast du es eben schon, habt ihr auch so drüber gesprochen? Na, ich weiß nicht, also ich habe es mal versucht, aber ich wollte dann auch nicht genau sagen, dass es mich abturnt, weil er hat mich so damit überrascht, er hat sich so viel Mühe gegeben. Ja. Und da okay, die Absicht war nett, können wir ja so sagen. Aber ich finde es ganz wichtig, Jule, dass du ihm, damit du diese Bilder aus dem Kopf wieder bekommst und damit die sich nicht zu sehr verselbstständigen, vor allen Dingen das damit verbundene Gefühl, sag das ganz, ganz klipp und klar, erzähl es deinem Freund. Dein Freund ist offensichtlich ein netter Typ, der es dir auch sehr schön gemacht hat und der wird das auch verstehen. Es ist ja keine Beleidigung, du kannst dir sagen, ich respektiere und freue mich, dass du mich überraschen wolltest. Aber manche Sachen gehen eben nach hinten los und das war so ein Ding.
Sag es ihm auch ruhig, dass es dich in Erinnerung abturnt und dass das ein Problem im Moment darstellt. Weil er wird sich sonst sehr viele Gedanken darüber machen, was mit dir los ist. Und das kann zur Folge haben, dass die Beziehung irgendwie Risse kriegt. Und das ist ja nicht, das wäre ja schade. Ja, bis jetzt habe ich immer gesagt, dass ich meinen Tag habe oder sonstiges, damit es nicht auffällt. Ja gut, aber es ist ja schon eine ganze Weile jetzt her, ne? Es ist 14. Februar, jetzt haben wir bald 14. Juni. So lange kannst du dich da auch nicht mehr rumlavieren mit irgendwelchen Ausreden. Sag es ihm ganz klar. Es ist doch nicht schlimm. Ist doch überhaupt nicht schlimm, finde ich. Damit beleidigst du ihn doch nicht. Im Gegenteil, er wird dann auch kapieren, was los ist mit dir. Und vielleicht findet ihr ganz, ganz andere Formen, um vorsichtig wieder in eure alte Sexualität hineinzufinden. Wenn er das weiß, dann kann er dir auch helfen dabei. Ich würde ja also ganz, ganz dringend raten, ihm das zu sagen. Ich finde es nicht schlimm und es ist auch nicht verletzend für ihn. Wirklich nicht. Ja. Er bereut es ja wahrscheinlich auch schon, dass er es gemacht hat. Oder? Eigentlich war die Sache für ihn danach, also nachdem das alles dann abgeklärt war, haben wir da nicht mehr weiter drüber gesprochen. Es schien auch nicht weiter schlimm für ihn zu sein dann. Ja. Gut, dann musst du ihn halt aufklären, dass es jetzt eben noch eine Nachfolge bei dir gibt, nämlich eine psychologische Nachfolge. Und je mehr ihr und je offener ihr darüber redet, glaube ich, wird sich das schon wieder in Luft auflösen, das Ganze. Ist denn die Beziehung sonst in Ordnung? Ja, also, ja, es ist eine schöne Beziehung doch. Ja, ich meine, ist auch schon eine alte Beziehung, ne? Wenn ihr in dem Alter... Drei Jahre finde ich alt. Also wenn man 17 ist und 3 Jahre mit jemandem zusammen, finde ich schon verdammt lang. Gut, toll. Also, offen reden, Jule. Offen reden. Aber wirklich absolut offen reden, ja. Und ihm wirklich sagen, das hat er, glaube ich, kapiert, ne? Dass er nie wieder sowas machen soll. Nee, also danach hat er jetzt dann so Wert auf Blumen oder so gelegt oder Pralinen. Nicht, dass er sich da mit Pralinen reinsteckt. Ne, das wollen wir uns gar nicht vorstellen. Liebe Jule, alles Liebe, alles Gute. Ja, danke schön, Ihnen auch. Ja. Tschüss. Tschüss. Sie hat sie zu mir gesagt, die Jule. Mann, oh Mann. Benedikt, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Benedikt. Ich rufe an wegen Herzkrankheiten. Ja, bist du herzkrank? Ich bin herzkrank, ja. Was heißt herzkrank? Was für eine Herzkrankheit hast du? Ich bin herzkrank, also von Geburt an. Das ist also was Besonderes. Ja. Heißt, ich muss also mit 19 Jahren noch zu Kinderärzten, zu Kinderkardiologen. Aha. Warum? Du könntest auch zu Erwachsenen. Das ist das Problem, weil das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Also das wissen viele überhaupt nicht. Also es klingt unglaublich, aber erwachsene Kardiologen haben eigentlich keine Ahnung von Kinderherzfehlern. Ach so. Da hatte ich also schon viele enttäuschende Erlebnisse. Ehrlich? Lernen die das nicht auch in ihrem Studium? Nee, also es wird, glaube ich, immer getrennt studiert, wobei der Trend jetzt dazu geht. Also ein normaler Kardiologe, ein normaler Herzspezialist, sagst du, hat nicht wirkliche Ahnung von Problemen, die Menschen haben, die angeborene Herzfehler haben. Oft ist das Schlimme, dass sie keine Ahnung haben. Also was heißt keine Ahnung? Sie wissen ja, wie man Erwachsene behandelt, aber in meinem Fall dann zu falschen Sachen raten, das ist dann besonders komisch. Interessant, wusste ich auch noch nicht, habe ich noch nie gehört. Aber das erfährt man wahrscheinlich erst, wenn man auch betroffen ist oder im Umfeld eines Betroffenen lebt. Ja, das ist... Also das heißt, mit deinen 19 Jahren gehst du immer noch zum Kinderkardiologen. Und könnte man ja sagen, okay, ist ja egal, wenn das ein guter Arzt ist, dann gehst du halt dahin. Ja. Aber beschreib mir doch erstmal die Art der Krankheit. Was mit welchen Belastungen bist du, ist das Ganze verbunden? Ja, es ging los, als ich geboren wurde mit einer zu engen Herzklappe. Mhm. Also da war ich 6 Wochen alt, da gab es also, bevor ich das erste Mal operiert wurde, schon Diagnosen wie, ihr Kind hat nur ein halbes Herz. Ah ja. Also das war auch, also das ist wirklich, wenn man die falschen Kardiologen trifft oder ihr Kind schafft das nicht oder was auch immer und dann sind wir halt, ja, haben wir dann den richtigen gefunden und der sagt, das kann man operieren und dann wurde mir mit 6 Wochen eine meiner Herzklappen so erweitert, dass da wieder genug durchkommt, weil ich sonst nicht hätte überleben können. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange ich noch gehabt hätte, also ja. Ja. Dann ging es weiter, ich glaube, mir ging es nach der ersten OP dann gut, also es war die Zeit, wo ich es ja noch nicht bewusst wahrgenommen habe. Ja. Mit so einem Alter. Dann wurde ich mit 9 das zweite Mal operiert. Ja. Weil die zweite Herzklappe, also die daneben sitzt, ich möchte jetzt mal die medizinischen Begriffe raus. Ja, lass mal raus, ja. Die war auch zu eng oder insuffizient. Wie viel Mal bist du insgesamt überhaupt operiert worden bisher? Ich bin 3-mal operiert worden. Dreimal das dritte Mal kommt jetzt gleich, das ist relativ aktuell. Ja. Haben sie mir eine künstliche Herzklappe eingesetzt. Aus
Ja, aus was sind die? Titan, Metall, ja, irgendwie sowas. Wenn ich zwischendurch mal fragen darf, welche Beeinträchtigungen hattest du so in deiner Jugendzeit, auch als du Kind warst oder Jugendliche, durch diese Herzkrankheit? In meiner Jugendzeit eigentlich gar nicht so viele Beeinträchtigungen. Das heißt, du konntest nach einer OP. Achso, aber das heißt, du konntest schon normal so spielen, zur Schule gehen. Ich konnte spielen, zur Schule gehen, ja. Ich habe Sportunterricht mitmachen. Sportunterricht dann teilweise. Ja, also. Ja. Wurde schon ab und zu mal davor gewarnt, aber man war sich auch selbst nicht über die Risiken bewusst, wie man es vielleicht jetzt und heute ist. Ja. So, dann kam die dritte Operation, von der du gerade gesprochen hast. Die war, glaube ich, am 16.03. oder so. In diesem Jahr? Wenn ich mich richtig entsinne. In diesem Jahr? Dieses Jahr. Ach so. Ja, und da war halt die Phase, da habe ich das erste Mal wirklich bewusst realisiert, was mit mir los ist. Denn was ist mit dir los? Ja, also als Kind nimmt man es nicht wahr, da sagen Ach so, meinst die du Leute das, ja. mal mit operiert und. Ja. Dann ist es aber, das halt war dann halt eine extreme psychische Belastung vorher. Und ja. Und Benedikt, ist das denn jetzt so, ist es damit jetzt gut oder wirst du in deinem Leben immer wieder operiert werden müssen? Das kann man immer schlecht voraussehen. Also ich sag mal, ich leide unter Vorhofflimmern. Ich glaube, mit 11 Jahren habe ich Vorhofflimmern bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Das ist immer so, wenn das Herz zu schnell geht, ne? Ja, schnell und unregelmäßig. Ja. Das ist eine Krankheit, da leiden alte Herren ab 60 drunter. Ja. Das ist eine Volkskrankheit, ich glaube 40% sogar. Ja. Ja, darunter litt ich dann aber, und da habe ich dann halt den Fehler gemacht, dass ich damit zum Erwachsenenkardiologen gegangen bin. Und wenn so irgendjemand Vorhofflimmern hat, dann sagt ein Erwachsenenkardiologe, weil der es nicht anders kennt, ja, lassen wir das so. Ah ja. Und so war ich halt ein Kind und das Herz verschlechtert sich dadurch kontinuierlich immer weiter. Das war ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Das war meine Frage gerade, ob du, das heißt, du kannst gar nicht vorhersehen, ob du noch sehr oft operiert werden musst. Kann ich eigentlich nicht vorhersehen. Wie geht es dir denn jetzt heute? Du bist jetzt im März operiert worden. Das sind immer schwierige Operationen am offenen Herzen. Wie geht es dir heute? Heute geht es mir nicht gut, aber das hat auch eine Begründung vorher. Also ich bin mit Vorhofflimmern dann mit 17 oder bin ich ins Krankenhaus gegangen, zum ersten Mal zu Kinderkardiologen, da wo ich auch schon mit 6 operiert wurde. Ja. Mit 6 Wochen operiert wurde. Ja. Und die haben dann halt durch einen Elektroschock, also Kardioversion nennt sich das, das Vorhofflimmern immer wieder behoben. Das ging ganz gut, aber es war halt immer so ein Tanzerfahrer-Sierklinge. Weil es immer wieder auftrat und man immer wieder unmittelbar danach ins Krankenhaus musste, um sich da im Elektroschock mit Vollnarkose zu unterziehen. Also, ich verstehe deinen Anruf so, dass du thematisieren möchtest, dass es eigentlich ganz schlimm ist, dass viele Kardiologen, die Erwachsene behandeln, eben Jugendliche nicht behandeln können und dass dadurch auch schlimme Fehler entstehen, so wie du sie jetzt an deinem eigenen Leib erleben hast müssen. Hallo? Hallo? Was ist jetzt? Jetzt ist er weg. Ich sehe auch gar nichts mehr auf meinem PC hier. Was machen wir jetzt? Frage in die Regie. Muss ich jetzt... Ja, jetzt muss ich hier einziehen. Jetzt müsste Anja hier sein. Hallo, Anja. Hallo. Anja, 35 Jahre. Ja, genau. Ich hoffe nicht, dass du auch gleich irgendwie verschwindest. Ich habe nichts knacken gehört, gar nichts. In Luft war er weg, in Luft aufgelöst. Wir versuchen ihn gleich wieder zu kriegen. Ich hoffe, meine Regie schafft das. Jetzt reden wir beide. Anja, 35 Jahre. Ja. Ja. Um was geht's bei dir? Ich wollte das nur erzählen. Ich habe letzte Woche deine Sendung gehört von dieser Frau, die sich die Schamlippen verkleinern lassen hat. Ja. Und ich fand es einfach witzig, dass man das überhaupt macht. Weil bei mir sind die inneren Schamlippen auch ein bisschen länger. Die gucken ein bisschen raus. Ich glaube, die Dame, die Anruferin hatte von ihren äußeren Schamlippen. Von den äußeren? Ja, ich weiß es gar nicht genau. Keine Ahnung, das war ja auch meine Frage. Ja. Ob das jetzt alle, es gibt ja vier, ob das jetzt alle waren oder nur die äußeren oder die inneren, keine Ahnung. Bei mir gucken halt die inneren ein bisschen raus. Ja. Und ich mache sehr viel Sport seit Jahren und manchmal denke ich mir, ist es mir im Sportstudio ein bisschen peinlich, obwohl die Männer das immer eigentlich eher sexy finden. Manche sprechen mich drauf an, manche haben mich, also ich habe einen Freund, aber davor fanden es manche ganz interessant, manche haben es einfach total drüber weggegangen, aber jetzt, wo sich das halt so angesprochen hat, letzte Woche, wo ich das gehört habe, habe ich gedacht, es ist schon irgendwie lustig, dass nochmal jemand das gleiche Problem hat. Nur wollte ich total gern wissen, welche Schamlippen.
Ich meine nicht in Erinnerung, dass es die äußeren Schamlippen waren. Ja. Ich bin aber auch nicht so ganz sicher mehr. Weil ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, das verkleinern zu lassen, nur weil es halt ein bisschen rausguckt. Also bei der, weil bei der es halt Anrufe... ein bisschen größer, ein bisschen... Ich glaube, es kommt immer auf den, wie viel es zu groß ist, ist, ne? Und ich glaube, das Allerentscheidende ist immer, wie der Mensch sich damit fühlt. Ne? Wenn die Frau sagt, mir ist das extrem unangenehm und ich will das nicht mehr, dann finde ich, muss man das respektieren. Du hast innerlich so einen Dreh raus, dass du damit leben kannst. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm bei dir. Ja, nee, so schlimm ist es nicht. Ich habe halt nur manchmal so gedacht, wenn ich jetzt in der Dusche war, im Fitnessstudio, und ich habe manchmal gedacht, das sieht vielleicht so aus, wie wenn man vielleicht jetzt irgendwie, mit einem Steifen rumlauft. Ja. So wirkt es vielleicht für manche. Ich weiß es nicht. Deswegen war es mir manchmal peinlich, weil ich nicht wusste, wie das jetzt auf andere wirken muss. Anja, ich muss das erzählen. Ich habe zu diesem Thema haben wir viele Mails bekommen. Aha. Und ein Mensch mailte mir, dass man zu große Schamlippen Hottentottenschürze nennt. Wie? Im Volksmund habe ich auch noch nie gehört. Hottentottenschürze. Ich gebe das mal so weiter, wie mir das der Mensch gemailt hat. Ich habe es, wie gesagt, auch nie in meinem Leben gehört. Also. Aber. Also gut, also ich hatte noch nie negative Erfahrungen mit Männern und es hat noch nie jemand gestört, eher im Gegenteil. Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus nochmal. Genau, und ich wollte einfach nur mal sagen, also wenn das jemand hat, ich finde es jetzt gar nicht so tragisch. Auch ich habe es ja selber auch. Manchmal ist mir schon ein bisschen peinlich, aber im Grunde genommen gibt es eigentlich auch Schlimmeres. Also ich kann das nur bestätigen, ich glaube auch, dass sehr viele Männer, sehr viele Jungs da drauf stehen. Genau. Und eher sagen, ist doch gut, ist doch cool und es ist in Ordnung. Gut, wie gesagt, bei Frauen muss man immer da muss es entschieden werden, wie die Frau sich fühlt. Ja, genau, eben. Also bei dir ist es kein großes Problem. Nö. Die Männer stehen drauf. Genau. Du stehst dazu, also was wollen wir mehr? Genau. Ne? Danke für deine Meldung. Also, tschüss. Dann, tschüss. So, ihr Lieben, jetzt geht's weiter mit Katharina. Katharina ist 17 Jahre alt. Hallo Katharina. Ja, hallo Domian. Katharina, um was geht's bei dir? Bei mir geht es um Anschaffen. Und zwar, ich bin 17 Jahre alt und gehe schon seit meinem 16. Lebensjahr anschaffen. Wie kommt das? Ich weiß nicht. Ich komme da einfach nicht los. Und gut, aber es muss ja irgendwie durch was angefangen haben. Wie kam es dazu? Ja, ich habe so ein paar Leute kennengelernt und die sagten so, ja, wie soll ich das erklären? Was waren das für Leute, die du kennengelernt hast? Frauen, ja, Frauen, die das machen oder so, Typen, die euch da so reinholen? Genau, die mich da halt so reingeholt haben. Männer? Ja. Mhm. Wo hast du die kennengelernt? Also das war in Dortmund halt und wir hatten uns, also ich war auf der Straße und hatte damals Stress mit meinem Ex-Freund gehabt. Ja. Und stand mit mehreren Taschen da und dann kamen da so zwei Typen mit dem Auto und ich natürlich am Winken, hallo, ne? Dann ein bisschen, ne? Warum hast du gewunken? Warum hast du fremden Männern gewunken? Ja, weil die halt auch so rüber geguckt haben und dann habe ich auch so mal gewunken, hallo. Ach so, und also aus Gag eigentlich? Nein, die kannte ich nicht. Nee, ich sag aus Gag hast du einfach, aus Spaß gemacht. Ja, aus Spaß halt. Ja. Ne? Und dann halt sind die auf den Parkplatz gekommen und haben gefragt, na, wer bist denn du und was machst du denn hier? Ja, ich sag so, ja, ich warte auf meine Eltern, die wollten mich abholen, da ich Stress mit meinem Freund habe. Ja, hast du nicht Zeit, um Lust, einen Kaffee zu trinken? Ja, sicher. Und dann bin ich mitgefahren. Und dann sagt er so, hast du noch Zeit, eine Menge? Ich sag so, ja, eine Weile schon, aber eigentlich wollte meine Eltern mich abholen. Der Akku ist gleich leer, glaube ich. Oh, war ja. Also es fing völlig, so banal fing es an, so ganz normal, also so fing es an. Ja. Ja. Und dadurch, durch diese Typen, das waren also irgendwie Zuhälter oder Männer, die in dem Gewerbe arbeiten, die haben dich da reingeholt. Ja. Das war vor einem Jahr. Ja. Was hast du vorher gemacht? Gar nichts. Wissen deine, ich bin jetzt ein bisschen gehetzt im Fragen, weil ich noch viel dich fragen möchte, solange der Akku noch da ist. Wissen deine Eltern davon, was du machst und dein Umfeld? Ja, die wussten davon. Und was haben die gesagt, deine Eltern, als sie das erfahren haben? Also das fanden die nicht gut. Also das haben die nicht von mir gedacht, ne? Ja. Arbeitest du in so einem festen Haus, in einem Club? Nee, auf der Straße. Auf der Straße? Mhm. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass diesen Freund, mit dem du damals Krach hattest, den gibt's nicht mehr? Nein. Mhm.
Wie empfindest du denn das jetzt so, dass du diese Arbeit machst? Wie fühlst du dich dabei? Also ich fühle mich eigentlich, so, ehrlich gesagt, gar nicht irgendwie scheiße oder so, ne? Mhm. Aber so, ich verkaufe meinen Körper so, ne? Und ich weiß nicht, ich fühle mich nicht scheiße so. Ich spüre auch nichts mehr oder so. Es ist nicht so, dass ich sagen kann, oh mein Gott, jetzt ist passiert wieder. Mhm. Ich spüre halt nichts mehr und ich empfinde auch nichts mehr dabei, mhm, oder so. Ja. Aber dennoch hast du mich angerufen, um mit mir darüber zu sprechen. Warum? Ja, um vielleicht einen Rat oder so. Ja, aber wenn du jetzt so ganz klar für mich sagst, nö, für mich ist alles im grünen Bereich, ich finde alles toll, dann braucht man ja auch keinen Rat. Also muss es irgendwo, muss doch was nicht so ganz hundertprozentig stimmig sein, oder? Ja, ich weiß ja selber nicht, vielleicht stimmt ja irgendwas nicht mit mir oder so, mhm, ne? Jetzt stehst du den ganzen Tag, mehr oder weniger den ganzen Tag über, irgendwo auf der Straße, am Straßenstrich. Ja. Wie viel verdienst du da im Monat? Ja, so 500, 600. Im Monat? Ja. 500 Euro im Monat? Ja. Mehr nicht? Mehr nicht, nein. Wie, für jeden Tag am Straßenstrich stehen? Ja, ich stehe ja nicht jeden Tag. Also je nachdem, wie ich launisch bin oder jetzt muss ich mal wieder hin und brauche was, ne? Mhm. Weißt du was, Katharina? Ich finde, allein die Tatsache, dass du angerufen hast und wie du es mir so erzählst, du hast gerade zu mir gesagt, ja, ich empfinde da gar nichts mehr, ich ziehe das irgendwie so runter. Ich habe bei der ganzen Sache ein verdammt schlechtes Gefühl. Einmal, weil du ein so junges Mädchen warst, als die Typen dich da reingezogen haben. Mhm. Wo man, weißt du, wenn du jetzt eine ganz erwachsene Frau wärst, von 26, 27, 28, die das für sich so entscheidet, das zu machen, ist noch was anderes. Ja. Die haben dich da reingezogen. Dann bist du jetzt erst 17 Jahre alt und machst so einen Job, ja, der eigentlich nicht ein Job sicherlich ist, wo du sagst, oder gehe ich, das ist so ein Job für mich und den mache ich ganz gerne. Das sagst du bestimmt nicht. Nein. Nee. Nein, nein. Der dir mit Sicherheit auch dein ganzes Leben versauen kann und deine Zukunft dir blockieren kann. Ja. Ne? Ist schon alles. Ja, aber man kann sicher auch noch viel jetzt neu wieder einleiten. Ja. Du hast noch nichts gelernt, du hast keine Ausbildung, hast du einen Schulabschluss? Nein. Mhm. Was wäre denn dein Wunsch, wenn du so frei entscheiden könntest, was du beruflich gerne machen würdest? Es gibt schon einige Berufe oder so, ne? Mhm. Aber dafür interessiere ich mich auch nicht so. Ja. Ich bin, muss ich auch sagen, ein bisschen entsetzt, dass deine Eltern das einfach auch so hinnehmen. Eigentlich finde ich, dass deine Eltern dich hätten da rausziehen müssen. Die hätten sagen müssen, nee, komm Mädel, das nicht. Mach irgendwie erstmal was anderes, was für dein Leben besser ist. Ja, also Therapie oder so hatte ich auch schon gemacht und so, aber es bringt alles nichts, ne? Ja, also Katharina, du bist erst 17. Das heißt, da kann man noch eine ganze Menge machen und da kann man auch noch viele falsche Entscheidungen, die kann man nicht rückgängig machen, aber man kann neue, gute Entscheidungen treffen. Ja, Vergewaltigungen habe ich auch schon hinter mir und so. Mhm. Weißt du, was mein Hauptsatz jetzt wäre? Oh, hoffentlich können wir noch eine Weile reden, bevor der Akku weg ist. Du musst da raus. Ja. Das ist erstmal der große Hauptsatz, den ich dir sage. Danach kommt dann die große Frage, wie und was soll ich machen und wie soll es alles weitergehen? Aber das Wichtigste ist, du musst da raus. Und es gibt auch viele, viele Hilfsprogramme für junge Mädels, die aus dem Milieu wieder raus wollen, wo die eine Unterstützung bekommen von verschiedenen Organisationen. Wenn wir da dir ein bisschen behilflich sein sollen, machen wir das gerne. Zumindest können wir dir da gewisse Adressen und Ansprechpartner sagen oder Ansprechpartnerin. Ja. Ja. Pass auf, dann machen wir es so, dann vergeuden wir nicht so viel Zeit wegen des Akkus. Du legst auf, mein Psychologe ruft dich wieder an und wir versorgen dich mit einer ganzen Menge an Adressen und Telefonnummern. Ja. Fände ich sehr gut, wenn du es schaffen würdest. Ja, doch. Weil ich habe auch Tochter und so, ne? Ach, du hast schon ein Kind? Habe ich auch schon, ja. Wer ist der Vater? Also, nicht jetzt mit denen ich zusammen war. Ich hatte davor, also danach hatte ich eine Affäre gehabt und die war nur 2 Monate. Ja. Und dann bin ich halt schwanger geworden. Mhm. Und wie geht das mit dem Kind jetzt? Das kriegst du alles unter einen Hut? Das steht bei meinen Eltern. Ja. Weißt du, Katharina, wenn du es für dein Kind tust, tu es für dich und tu es für dein Kind. Ja. Du willst ja irgendwann deinem Kind auch mal eine eigenverantwortliche Mutter sein. Hm. Und wenn du jetzt immer mehr in einen Bereich reinkommst, der dich kaputt macht und der dir nicht gut tut,
wirst du irgendwann auch deinem Kind nicht gut tun können. Und das ist schlimm und traurig. So, jetzt legen wir auf. Das heißt, du legst auf und der Johannes, mein Psychologe, ruft dich an. Ja, okay. Okay, alles Gute von Herzen. Ja, alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema morgen heißt, dies nochmal als Hinweis zwischendurch, das Thema morgen heißt, soll ich es tun, wenn ihr in einer bestimmten, in einer Situation seid, in einer Entscheidung steht, wo ihr sagt, soll ich das jetzt machen oder soll ich das jetzt machen? Und ihr nicht wisst, was ihr tun sollt oder ob ihr überhaupt irgendetwas tun sollt und ihr gerne mit jemandem darüber beraten wollt und dieser jemand ich bin, dann ruft an oder ihr könnt jetzt auch schon mailen unter domian@wdr.de. Morgen allerdings ist das unser Hauptthema. Soll ich es tun? Ihr steht vor einer Entscheidung, einer großen Entscheidung vielleicht, wisst nicht, was ihr tun sollt. Wir können es morgen beraten. Thema, soll ich es tun? Jetzt bin ich verbunden mit Friedhelm und Friedhelm ist 48. Hallo Friedhelm. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema? Mein Thema ist unterlassene Hilfeleistung seitens der Behörden und Mord. Mhm. Was ist genau passiert? Also, meine Freundin wurde vor 2 Wochen von ihrem Ex-Ehemann getötet. Mhm. Vor einem Jahr hat er schon mal versucht, sie mit dem zu verschleppen und irgendwo im Wald umzubringen, hat sie mit dem Messer bedroht, hat sie vom Firmenparkplatz abgeholt und als man ihn dann festgenommen hat, dann hat man bei ihm Klebeband, Plastiktüte, Fesselseil und einen Zettel gefunden, wo drauf stand, hatte eine Panne mit dem Auto, bin mit Bekannten gefahren, es war also schon vorbereitet. Und das hat dann also nicht geklappt. Und dann in der Zwischenzeit hat er sich eine Waffe besorgt. Das ist meiner Freundin dann auch mitgeteilt worden. Von wem? Von dem Bekannten, ja, dieses Mörders. Und seit der Zeit, das ist ungefähr ein gutes halbes Jahr her, hat sie natürlich Todesangst. War die Polizei eingeschaltet? Die war eingeschaltet. Er hat sie dann bedroht, hat gesagt, ich mach dich fertig, ja. Ich mach dich kalt. Ja. Hat zu ihr gesagt, da wo unsere Kinder rausgekommen sind, wird kein anderer Mann reinkommen. Und wenn ich dich nicht haben kann, kriegt dich auch kein anderer. Mhm. Die Polizei... Das heißt, es gab Kinder? Es gibt Kinder aus dieser... Es gibt Kinder, ja, darauf komme ich nachher noch zu sprechen. Ja. Das ist der größte Hammer. Sie hat 2 Anzeigen wegen Bedrohung gemacht. Mhm. Jedes Mal hieß es von der Staatsanwaltschaft, liegt kein Handlungsbedarf vor. Mhm. Ich bin bedroht worden, habe ebenfalls 2 Anzeigen gemacht und es war wieder kein Handlungsbedarf da. Und hat der Mörder halt eben die Kinder mit Geschenken und mit kleinen Geldgaben dazu bewegt, ihn zu besuchen. Die Kinder lebten also bei deiner Freundin? Ja. Ja. Er hat also der Tochter zu Ostern ein Geschenk gemacht. Wie alt sind die Kinder? Die Tochter ist 11, der Sohn ist 14. Ja. Er hat also der Tochter ein Geschenk gemacht, so eine kleine Puppe zu Ostern und hat dem Sohn die Fotos, die er von ihm hatte, zerrissen geschickt, zusammengebunden wie ein Geschenk, so mit Schleifchen und allem drum und dran. Warum? Ja, warum? Das haben wir uns auch alle gefragt. Es hieß dann, also meine Freundin sagte, also wer sowas tut, der will damit signalisieren, dass er mit demjenigen Menschen nichts mehr zu tun haben will. Also mit dem Sohn wollte er nichts zu tun haben? So sah es aus. Ja. Eine Woche später stand er aber vor der Tür, hat den Sohn zum Eisessen abgeholt und von da an ist der Sohn dann auch wieder zu ihm gegangen. Ah, ja. Die Tochter hat mal irgendwann nach einem Aufenthalt bei ihm gesagt, der Papa hat gesagt, wenn du ihn nicht mehr besuchen kommst, kriegst du kein Geld mehr. Mhm. Also da, ne, kann man sich jetzt denken. So, jetzt ist vor 2 Wochen und das Verbrechen, das Unglück passiert. Was ist da genau passiert? Also, ja, und die Tochter, die war fast jedes Wochenende bei ihm. Und nun war sie auch bei ihm. Mhm. Und der Sohn, der ist zum Fußballspielen gegangen. Nach dem Fußballspiel ist er zu ihm hingegangen, um zu duschen und zu essen. Mhm. Da wusste er, beide Kinder sind bei ihm. Mhm. Seine Ex ist allein zu Hause. Ja. Letzte Woche Mittwoch hätte er eine Verhandlung gehabt.
eine Revisionsverhandlung wegen dieser Messergeschichte von vor einem Jahr. Er war ja rechtskräftig verurteilt und wusste auch, dass er als freier Mann den Gerichtssaal nicht verlassen wird. Friedhelm, ja, ich gucke jetzt mal gerade so auf meine Uhr. Wir haben nicht mehr so ganz, ganz viel Zeit. Erzähl mir mal den Tathergang. Der Tathergang war so, er ist hingegangen, er hatte noch einen Nachschlüssel, ja. Ist hingegangen, hat meiner Freundin aufgelauert, angeblich Streitgespräch, angeblich hat sie ihn angegriffen und dann hat er sie in Notwehr mit 9 Schüssen getötet. Mit 9 Schüssen getötet? Ja, 9 Schüsse, Notwehr. Hast du sie gefunden? Nein. Dann ist er zu sich nach Hause gegangen, hat den Schlüssel auf den Tisch geworfen, hat den Kindern mit blutigen Händen gesagt, den Schlüssel brauche ich nicht mehr, ich habe gerade eure Mutter erschossen. Und um euch tut es mir ja so ein bisschen leid. Dann ist der Sohn hat dann die Schwester zu den Großeltern gebracht und ist dann hochgefahren in die elterliche Wohnung. Der 14-jährige Junge ist in die Wohnung gegangen? Ja, da hat er dann seine Mutter vorgefunden. Tot. Ja, na klar. Mittlerweile war sie wohl schon verblutet oder was ich. Mein Gott. Und er hat wohl in den Filmen so Krimi-Filme gesehen, wo man dann halt eben bei den Leuten so den Puls fühlt. Dann ist er hingegangen, hat am Hals den Puls gefühlt, war nichts mehr da. Dann hat er die Polizei angerufen und hat noch ein paar Sachen zusammengepackt, so Pullover oder sowas, und ist dann zur Oma gefahren mit seinem Fahrrad. Der Mann ist dann sehr bald verhaftet worden. Ja, der Mann, der ist dann erstmal durch die Gegend gefahren so ein bisschen, hat dann sein Auto abgestellt, hat noch einen Kneipenbummel gemacht, hat sich die Kante gegeben mit Alkohol und hat sich der Polizei gestellt. Nach dem Motto, Tat im Affekt oder in Notwehr unter Alkoholeinfluss. So hat das der Polizei zumindest erzählt. Das Ganze ist erst 2 Wochen her. Ja. Du warst der Freund dieser Frau. Richtig. Wie lange wart ihr zusammen? Ein knappes Jahr. Mein Gott, was für ein Unglück. Und dieses ganze Jahr war ja auch überschattet von all diesen ganzen Bedrohungen und von den Ängsten. Ja. Und endet jetzt in so einer Bluttat. Ja. Kennst du diesen Mann persönlich? Nein. Zum Glück nicht. Wer hatte deine Freundin ihn verlassen? Offensichtlich ja, ne? Ja, er war einschlägig vorbestraft, hatte seine erste Frau schon krankenhausreif geschlagen, die sitzt jetzt im Rollstuhl. Weißt du, das ist das Schlimme an unserer derzeitigen Gesetzeslage. Und ich glaube, darauf wolltest du auch hinaus. Dass die Staatsanwaltschaften, dass die Polizei nicht einschreitet oder auch oftmals nicht einschreiten kann oder einschreiten will, aber auch die Gesetze sind nicht so klar definiert, formuliert, wenn eine solche Bedrohung droht. Ich glaube, das wolltest du am Anfang auch sagen, unterlassene Hilfeleistung Das ist schon. Also wobei in diesem Fall scheint es so klar zu sein, dass die Polizei doch hätte etwas tun müssen. Genau, ja. Weil der Mann ist einschlägig vorbestraft, wegen Hehlerei, wegen Diebstahls, wegen Urkundenfälschung und wegen schwerer Körperverletzung. Und es häuften sich dann ja die Anzeigen wegen Bedrohung. Man hätte einschreiten müssen. In der Zeitung stand dann, ein Staatsanwalt hätte die Aussage gemacht, wir haben täglich hunderte von Bedrohungsfällen, wenn wir jedem einen Polizisten vor der Tür stellen wollen, hätten wir viel zu tun. So ist eben das Leben. Fertig. Punkt. Und wenn das unsere deutsche Rechtsprechung ist, dann wundert mich eigentlich gar nichts mehr. Ja, so ist über weite Strecken unsere deutsche Rechtsprechung. Das ist leider Gottes so. Es kann aber nicht sein, dass es so ist. Die Polizei soll uns doch schützen. So sollte es sein, ja. Und jetzt auf einmal, wo das Kind im Brunnen gefallen ist, tauchen überall Leute auf, die angeblich helfen können. Präventionsfuzis von der Polizei tauchen plötzlich auf und sagen, ja, wenn die Frau X was gesagt hätte, dann hätten wir ja auch was tun können. So ein Schwachsinn, das ist nur Lüge gewesen. Ja. Das glaube ich auch. Das ist jetzt das schlechte Gewissen und Aktionismus. Ja, und genau. Und, dieses, ja. Und jetzt sitze ich da ohne irgendetwas, ich muss zu dem Pastor laufen und muss mir Hilfe holen oder muss versuchen, wie ich mit diesem klarkomme. Denn dort, die Leute, und das ist ja auch richtig so, die bekommen Hilfe angeboten. Nur ich wohne 130 Kilometer weiter weg und eigentlich bin ich allein hier. Friedhelm, die Sendung ist jetzt vorbei. Ich sehe das. Aber ich möchte nicht, dass wir dich ganz allein lassen. Deshalb legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja. Okay? Ja. Bis gleich. Ja, danke. Okay, tschüss. In der Technik war Uwe Petersen heute Nacht und unser Thema morgen heißt Soll ich es tun? Ab 0 Uhr sind wir erreichbar und um 1 geht's los hier im Wiederfernsehen und bei 1 Live. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Tschüss.
Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Die USA und Großbritannien haben dem Sicherheitsrat der UNO einen überarbeiteten Entwurf